Hallo, ich bin Sunny und ich freue mich, dass du gerade hier bist und zuschaust. Heute möchte ich mit dir über die fünf häufigsten Fragen sprechen, die ich so zum Thema Kindergebärden gestellt bekomme. Die erste Frage ist: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kindergebärden und Babyzeichen? Die Begriffe kursieren ja beide und werden auch beide benutzt. Im Grunde gibt es da überhaupt gar keinen Unterschied, denn bei beiden handelt es sich um Gebärden aus der deutschen Gebärdensprache. Der Unterschied liegt einzig in der Begrifflichkeit. Das liegt daran, dass Kindergebärden häufig mit Babys gestartet werden, wenn die Kinder so oder wenn die Babys etwa 8 Monate alt sind. Manche fangen eher an, ich habe zum Beispiel viel eher angefangen, manche fangen ein bisschen später an, aber die Gebärden werden am Anfang im Babyalter gebraucht und genutzt. Allerdings auch noch weit darüber hinaus, denn das Babyalter endet ja im Grunde mit dem ersten Lebensjahr. Im zweiten Lebensjahr fangen die Kinder meiner Erfahrung nach aber häufig an, Gebärden richtig aktiv selbst zu nutzen und nehmen so viel auf. Das ist die Zeit, in der häufig viele neue Worte kommen, die mit Gebärden verbunden werden, und da sind sie schon keine Babys mehr, da sind sie Kinder. Abgesehen davon sind Kindergebärden noch so zu viel mehr zu gebrauchen, außer nur in diesem kurzen Zeitabschnitt in den ersten 1 oder 2 Lebensjahren eines Kindes. Da werde ich noch mal komplett ein eigenes Video zu machen, wo wir Kindergebärden alles benutzen können. Die zweite Frage habe ich gerade so im Ansatz schon beantwortet. Handelt es sich bei Kindergebärden um frei erfundene Zeichen? Und ich erweitere mal die Frage noch: Werden die Zeichen vereinfacht? Und die Antwort ist jeweils nein. Es sind Zeichen aus der deutschen Gebärdensprache, Gebärden für Begriffe, einzelne Begriffe, die auch nicht vereinfacht werden. Natürlich kommt es vor, dass kleine Kinder oder Gebärdenanfänger, unabhängig vom Alter, die Gebärden am Anfang nicht richtig ausführen. Aber sie sprechen am Anfang ja auch noch nicht richtig. Wie oft kommt es vor, dass ein Baby statt Banane einfach nur Nane sagt? Oder Liobas Lieblingswort, eines der Worte, das sie gerade häufig benutzt, ist für Paprika, da sagt sie Papka. Papka. Das ist für sie Paprika. Natürlich sprechen Kinder am Anfang noch nicht vollständige Worte, wenn sie für sie zu kompliziert sind. Und genau so ist es auch mit den Gebärden. Ich führe die Gebärden aber dennoch vollständig so vor, wie sie zur deutschen Gebärdensprache gehören, damit sie auch erlernt werden können mit der Zeit. Eine dritte Frage ist: Wenn die Gebärden nicht vereinfacht werden, sondern zur deutschen Gebärdensprache gehören, warum gibt es dann häufig unterschiedliche Gebärden für ein einziges Wort? Die Frage ist ganz einfach zu erklären. Es gibt keine internationale Gebärdensprache. Jedes Land hat seine eigene Gebärdensprache und die Gebärdensprache entwickelt sich eben wie eine verbale Sprache auch mit der Geschichte jeweils des Landes. Und dadurch kommen unterschiedliche Gebärden zustande. Und, was jetzt Deutschland zum Beispiel angeht, und das wird in jedem anderen Land aber auch so sein, es gibt Dialekte in der Gebärdensprache. Viele Worte werden zum Beispiel in Hamburg ganz anders gebärdet als in Frankfurt oder München. Ich habe das selber erlebt. Ich habe mir die meisten Kindergebärden autodidaktisch beigebracht über diverse Bücher, deren Autoren über ganz Deutschland verteilt sind. Und dann habe ich selber noch einen Intensivkurs zur Gebärdensprache besucht, der fand in Frankfurt statt. Und auch da habe ich schon gemerkt, dass es unterschiedliche Gebärden für den gleichen Begriff gibt. Die nächste Frage wird da oft so mit beigestellt: Warum wird das nicht vereinheitlicht? Ganz einfach, wir wollen ja auch nicht eine einheitliche Sprache haben und gerne bei unseren Dialekten bleiben. Ansonsten würden die Brötchen jetzt überall in Deutschland noch Brötchen heißen und nirgendwo mehr Semmeln oder wie sie noch überall heißen oder umgekehrt. Dialekte gehören zur Kultur der jeweiligen Region dazu und sind wichtig, und das gilt auch für die Gebärdensprache. Und von daher ist es vollkommen in Ordnung, wenn es für einen Begriff unterschiedliche Gebärden gibt. Es gibt auch den umgekehrten Fall. Warum gibt es ein und dieselbe Gebärde für 2 vollkommen verschiedene Worte? Ich gebe euch dazu mal das ein oder andere Beispiel. Zum Beispiel: Diese Gebärde ist die Gebärde für gelb, allerdings gleichzeitig die Gebärde für Toilette. Diese Gebärde ist die Gebärde für grün und gleichzeitig für Gras. Diese Gebärde
ist die Gebärde für Tannenbaum und gleichzeitig für Weihnachten. Diese Gebärde ist die Gebärde für kalt und gleichzeitig für Winter. Warum ist das so? Das haben wir in der verbalen Sprache auch, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Zum Beispiel die Birne. Wir haben einmal die Birne zum Essen und die Glühbirne. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge mit einer Bezeichnung. Wir haben die Bank, auf der das Geld liegt und auf die wir uns setzen. Wir haben den Stock, der irgendwo vom Baum runtergefallen auf der Wiese liegt oder den Oma oder Opa sich benutzen, um eine zusätzliche Stütze zu haben. Und da gibt es noch ganz viele solche Begriffe. Mir sind sie als Teekesselchen bekannt, wo ein und dasselbe Wort für zwei völlig unterschiedliche Dinge stehen. Und das gibt es auch in der Gebärdensprache. Ich persönlich finde es sogar total praktisch, weil da eine gewisse Assoziation ist. Zum Beispiel bei Gras und Grün, bei dem Tannenbaum und Weihnachten, bei Winter und Kalt und bei Gelb und Toilette, wo wir Pipi machen, was gelb ist. Die fünfte und vermutlich relevanteste Frage, die mir häufig gestellt wird, ist: Behindern die Nutzung von Gebärden das Sprechen lernen? Und auch das ist ein ganz klares Nein. Es gibt ganz viele Studien dazu, die belegen, dass das Nutzen von Kindergebärden mit hörenden Kindern sogar das Erlernen einer verbalen Sprache fördern. Das heißt, viele Kinder, mit denen Gebärden genutzt wird, sprechen eher, nutzen eher zwei oder drei Wortsätze, weil sie nämlich die verbale Sprache dann mit den Gebärden kommunizieren. Das sieht dann zum Beispiel so aus, wo Auto. Das Kind sagt also Auto oder Teddy zum Beispiel und nutzt die Gebärde wo, um zu fragen, wo ist mein Teddy oder wo ist das Auto. Was in den Studien auch zutage kam, ist, dass Kinder, die mit denen Gebärden genutzt wird, häufig mehr Interesse an Büchern haben, weil eben viele Eltern und viele Bezugspersonen, die mit dem Kind Gebärden nutzen, das auch mit Hilfe von Bilderbüchern machen und die Kinder eben ganz häufig mit Büchern in Kontakt kommen, häufiger als in Familien, in denen keine Gebärden benutzt werden. Geht natürlich nicht generell, nicht, dass du dir gleich auf den Schlips getreten fühlst, weil ihr zu Hause ja ganz viele Bücher benutzt mit den Kindern. Aber das ist etwas, was ein Ergebnis einer Studie ist, dass eben Kinder, mit denen Gebärden benutzt werden, zum einen eher sprechen, dass sie eher zwei- und drei Wortsätze benutzen und dass sie eher Interesse an Büchern haben. Es gibt noch ganz viele weitere Ergebnisse in diesen Studien, und das ist so viel, dass ich darüber gerne ein eigenes Video machen möchte. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, schreib es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und wünsche dir bis dahin einen wundervollen Tag.